Okay, gut. Chat, fangen wir an mit Isaac. Lass uns mit Keeper anfangen. Musik, Pause. Lass uns mit Isaac hier anfangen. Musik wieder an. So. Let's go! Ich habe ja letzte Woche ein paar Runs versucht mit dem Keeper. Und die sind genauso geendet, wie sie jetzt hier anfangen. Ich habe nur aufs Maul bekommen. Ich hoffe, heute läuft es ein bisschen besser. Lockdown. Okay, es läuft perfekt. Es läuft perfekt. Aber erster Goldraum, direkt was Geiles am Start. Ja, den wunden Nickel muss ich mit ihm selbst freischalten. Das wird unser Ziel jetzt auch sein. Laser Run. Das könnte funny werden. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, meinte Chat, ich muss mit Keeper Isaac besiegen. Damit ich mit dem wunden Nickel starte. Also ja, das wird auf jeden Fall unser Ziel sein. Ja, der Laser ist ein bisschen langsamer, das liegt am Triple Shot, ne? Aber wird schon. Ich mag Laser Runs. Das könnte ein cooler Run werden. Wenn ich jetzt nicht direkt sterbe. Wurm? Wurm. Okay. Noch geile Schraube für Tears Up. Das ist sehr wichtig, Tears Up. Ja, wir machen gleich Gamba. Gab's im Shopping? Duplicator. Das wäre ganz cool für den Devil Deal, ne? Da könnten wir uns da irgendwas klauen im Devil Deal. Das wäre vielleicht ganz cool. Ich habe eine Bombe. Eine Bombe habe ich. Also entweder ich benutze die Bombe und sprenge den Automaten und den Boy und hol mir den Duplicator. Oder ich scheiß auf den Duplicator und such den Secret-Raum. Aber ich glaube, ich sollte mir den Duplicator holen, oder, Chat? Und dann gambeln wir drauf, dass... Nee, wobei, warte, ich denke gerade drüber nach. Weil wir wollen ja vielleicht Mega-Satan machen. Wenn ich ja schon zur Chest gehe, wollen wir ja vielleicht noch nebenbei Mega-Satan machen. Deshalb wäre ja eigentlich ein Angel-Deal-Run not bad. Aber wir spielen Keeper. Mit Keeper kann man eigentlich ganz gut durch die roten Räume die Schlüsselteile bekommen, ne? So, dass wir auf Devil-Deals gehen können. Auf Devil-Deals gehen können, aber trotzdem Mega-Satan machen. Komm. Risiko. Risiko. Krieg ich überhaupt genug Geld? Ich habe einen Schlüssel gekauft aus Versehen. Okay, hat sich erledigt. Ich bin so scheiße. Ich bin so insane katastrophal scheiße. Wie kann man denn so schlecht sein? Oh mein Gott. Ja gut, dann hole ich mir eine Bombe. Und dann gehen wir in den Secret-Raum. Ja, brauchen wir beides nicht. Ich habe auch kein Geld dafür. Ah, ich hatte eh nur 14 gehabt, okay. Oh, Gapi? Das ist aber auch ein echt wilder Raum, so viele rote Kisten. Im Secret-Raum. Auch noch nie gesehen, glaube ich. Pssch! So, haben wir hier geile Pillen? I can see forever? Stark. Dann finden wir auch den anderen. Oh, der ist direkt hier. Wow. Oh, da hätte ich genug Geld. Ja, schade um den Duplicator, ne?
Schade um den Duplicator. Schade, schade. Ja. Dann gehen wir weiter. Machen wir eine Gamba, ne? Die Kiste sollte ich vielleicht mitnehmen. Dummbatz. Boah, 3 Münzen fehlen mir. Ich habe noch eine Bombe, Chat. Soll ich mal so einen Krüge sprengen? Mit der Hoffnung, dass in den Krügen vielleicht noch Geld drin ist? Komm schon. Okay. Im Goldraum waren, glaube ich, noch Flammen. Also Krüge sprengen mit Keeper sowieso not bad. Aha. Sowieso not bad, weil in den Krügen ist ja eine höhere Wahrscheinlichkeit, glaube ich, dass dort ein Swallowed Penny droppt. Und Swallowed Penny ist ziemlich gut auf den Keeper, weil der macht, dass wenn der Keeper getroffen wird oder generell als Charakter man getroffen wird, kriegt man random Münzen. Im Secret-Raum war noch ein Typ mit Münzenaugen. Hm. Die haben manchmal auch kein Geld dabei. Manchmal ist das ein Bait. Ja, Krüger oder Münzenguy, Chat? Was sagt ihr? Ich würde da, glaube ich, auf den Münzenguy gehen, ne? Krug. Den Guy. Münzenmann. Krüger haben oft nichts. Ja, der hat halt auch oft nichts. Ja, sag ich doch. Ja, wir werden nie erfahren, ob in den Krügen was ist, ne? Das werden wir nie erfahren. Ja, weiter geht's. Machen wir eine Gamba, ne, Chat? Unser Ziel ist auf jeden Fall Blue Baby, ne? Und unterwegs vielleicht noch Mega-Satan. Okidoki! Im Krug wäre eine Spinne gewesen, die uns zweimal getroffen hätte. Boah, hier sind sehr viele Krüge. Da müssen wir eine Nuke droppen. Hey. Okay, aber hier ist auch ein blauer Stein. More options. Eieiei. Das klingt doch lecky. Chat, wie wird das generiert? Also, wenn ich das jetzt noch einsammle, bevor ich in den Goldraum gehe, habe ich dann auf dieser Ebene im Goldraum schon 2 Items? Oder erst in der Ebene danach? Also ich will wissen, ob ich das vor dem Goldraum noch kaufen soll oder danach. Also ob das relevant ist. Da ist jetzt der Goldraum. Bomben. Ich hatte jetzt eine Münze, kann ich mir noch holen? Dann bin ich bei 14. Ach du Scheiße! Okay, die Münze brauche ich mich, um zu heilen! Mal gucken, ob wir noch die Münzen auf dieser Ebene finden. Falsch. Bitte, Kegi, ich gebe mir Mühe. Aber manchmal ist das halt schwer, okay? Manchmal ist das Leben echt schwer. Da ist noch eine Münze. Wow! Junge, der Jump. Okay, eine Bombe, stark. Stark, stark, stark. Ja, ich nehme mal die 2. Warte, nee, eine fehlt, eine Münze fehlt noch, ne? Warte, ich spreng mal oben den blauen Stein. Dann habe ich genug Münzen. Ich hätte mir die 2 Bomben holen sollen, ne? Naja. Wir werden gleich schon noch eine Bombe finden.
Kein Sorge, hier lernt niemand dazu. Fühle ich. Das ist ein Tiersub, oder? Ja! Ja! Tiers up und Range down, aber das Range down interessiert uns nicht, weil wir einen Laser haben. Das ist das perfekte Item für einen Laser. Das ist ein perfektes Item für den Laser. Dann kommt Koop mit Zombie. Ich spiele auf PlayStation, es gibt halt kein Koop hier. Oder gibt es mittlerweile Koop? Nee, ne? Bum bada bum bam, bum bada bum bam. Da ist eine Bombe, aber da komme ich nicht dran. Ja, leider kein Secret-Raum für uns. Hätte ich die zwei Bomben noch geholt, hätte ich vielleicht jetzt noch eine Bombe für den Secret-Raum übrig gehabt. Schade. Oder für die Krüge, ne? Koop kommt offiziell auf PC. Ach, der ist noch nicht mal offiziell auf PC draußen. Ich dachte, er ist auf PC schon draußen. Ja gut, wenn er noch nicht mal auf PC draußen ist. Ja, nehmen wir mit. Tears up. Wir können uns jetzt vielleicht ein 15er... Nee, warte, lohnt sich nicht, Chat, ne? Die kleinen Items kosten 15. Und die meisten kleinen Items sind eh nicht so geil. Ich sollte lieber die 15 Münzen eh für Options holen. Und wir gehen auf die safe Route und ich spiele einfach auf Angel Deal und hol mir dort meine Schlüsselteile. Hey, Panda, was geht ab? Hat es noch für Devil Deal überlegt? Ja. Ja. Ich denke, wir gehen auf Angel Deal, ne? Keggy ist einfach nur Moggy mit Haaren. Apropos Moggys Glatze. Ich habe heute ein Video von Game One geguckt. Und da war einfach Moggys Glatze. irgend so ein kurzes Video, wo es irgendwie um Spiele ging, die ich meinem, die ich irgendwie jemanden vorschlagen würde, um den abzufacken oder so. Und dann kam irgendwie ein Spiel für den Virtual Boy und dann haben die eine kurze Szene eingespielt aus seinem Video, wo er vor dem Virtual Boy sitzt. Und da dachte ich mir, Moment mal, die Glatze und den Bart kenne ich doch irgendwoher. Und dann stand in der Ecke Quelle YouTube. YouTube Mythos of Gaming. Ne, ist doch nicht irgendeine Glatze. Die Glatze kenne ich. Okay, Fokus, ich brauche Geld. Es wird gefährlich, Chat. Ich habe zwar noch Gappi am Start, ne, aber wir wollen es ja nicht über... Wir wollen es ja nicht, ne, drauf ankommen lassen. Nice. Boah, der Laser ist so geil, Mann. Boah, die Würmer sind nicht so geil. Ich war komplett gecaged. War auch schon mal in Game 2 drin. Wieso? Mit welchem Clip? Oh mein Gott. Hab ich das? Dankeschön. Also ja, klar. Dankeschön. Ich sehe gerade, in Morgi Discord ist das in Bild ein Bilder von ihm, ja. Weil man, du siehst ja auch sein Gesicht gar nicht, gar nichts von ihm. Er redet ja auch gar nicht in den Clip. Du siehst nur diesen Virtual Boy vor seinem Gesicht und oben und unten guckt er glatt zum Bart raus. Ich habe keine Ahnung mehr, aber wenn ich raten dürfte, war es leider wohl Game Design. Stark.
Er kommt einfach mit den Memes rein. Vor allem dieses Leider. Oh Mann. Vielleicht Secret-Raum hier. Nee, leider nicht. Checken wir mal oben ab. Da ist der Goldraum. Junge, mit dieser Wasserspiegelung sieht es so aus, als hätte ich 6 Laser, Alter. Dieses scheiß Video ist von 2017 oder so. Junge, ich kann es nicht mehr sehen. Ja, YouTube-Insider, ne? Die können einen das ganze Leben verfolgen. I guess wir nehmen den Magnet. Checken wir mal rein, was hier ist. Wir können theoretisch das Ding hier mitnehmen und Steine werfen. Oder das Pillending. Moment, das ist nicht der Pillengenerator, ne? Das ist der, dass wir nur noch Pillen haben im Run, ne? Keine Karten mehr. Keine Runen, nur noch Pillen, oder? Genau, ja. Wann Keggy Apfeltee Einspieler bei Game 2? Ich glaube, das kommt nicht. Aber wäre funny. Memes leben davon, 2 Wochen lustig zu sein und die nächsten 10 Jahre zu sterben. Ja, ich glaube, ich nehme es mit, Chat. Komm, ich habe Bock, ein paar Dinge zu werfen. Ist das etwa Link? Schade. Jetzt muss ich überall Steine wegmachen, ne? Weil da könnte ja theoretisch der Crawl Space drin sein, ne? Fix dein Chat. Ich kann ihn nicht fixen. Ich habe tatsächlich heute sogar eine andere App probiert. Ob es damit vielleicht besser ist. Aber da wird mir komischerweise nicht der YouTube-Chat richtig angezeigt. Weil die App, die ich ja benutze, die funktioniert nicht. Also was heißt, die funktioniert nicht? Da habe ich keine Einstellung, dass ich die Antworten auf Nachrichten sehe. Scheiß auf YouTube, hey, was soll das? Scheiß auf dich? So, was machst du jetzt? Yo, wohin wirft der? Die YouTubies sind auch unsere Freunde. Die sind genauso wie du und ich. Wo ist noch ein Gegner? Ach, da hinten sind wir immer noch. Die Münze lasse ich mal liegen. Ich habe immer Jera dabei. Jera, damit kann ich mich ja für, glaube ich, für 60 Sekunden sterblich machen, ne? Für den Notfall. Jetzt zum Beispiel. Jera war gar nicht Unsterblichkeit. Was ist Jera, Leute? Oh mein Gott. Was war nochmal Jera? Ach, Verdoppelung. Aber ich habe jetzt eigentlich 3 Leben. Oh, mein Laser, Alter. Was war nochmal Unsterblichkeit? Algis, ne? Algis.
Oh, jeez, Junge. Ja, Algiz heißt das. Ich habe es auf Englisch ausgesprochen, aber auf Englisch klingt das ein bisschen sussy. Ich weiß gar nicht, ob im Shop noch was Interessantes war. Das Pillending. Aber ich denke mal, das wollen wir nicht haben. Wir wollen ja noch ein paar Karten behalten. Weil Karten wären ja... Ja, wobei... Ich wollte gerade sagen, bei Karten hätten wir ja vielleicht die Sonnenkarte, mit der ich mich voll heilen kann. Aber so haben wir ja auch die Full-Health-Pille bei den Pillen. Yo, ciao, Melone. Schade. Hey, wie wäre, was geht ab? Aber es sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus, der Run. Der gefällt mir. Der gefällt mir. Das könnte was werden. Jetzt noch Guppy. Aber wenn ich auf Angel Deal spiele, wird es schwierig, ne? Wieso habe ich... Ach ja, ich wollte ja rein. Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich eigentlich gerade Prozente auf Devil Deal? Ich war ja doch gar nicht beim Devil Deal drin. Aber war ich. Ich habe mich aus Versehen mit einer Kiste reingeportet. Der könnte noch was werden. Jinx ist ruhig. Hier gibt's kein Jinxen. Ich glaube an kein Jinxen. Du Hexe. Verbrennen sollten wir dich. Das ist ein Damage. Ab. Und es verrät uns durchs... wo Secret-Räume sind. Und durchs Bellen wissen wir, dass hier ein Crawl Space ist, ne? Jetzt muss ich nicht jeden Stein aufheben und den werfen. Ah, hier, wir haben den Ding ins Raum. Aber nee, auf der Ebene will ich das nicht machen. Weil ich habe keine Karte, ich kann nicht schauen, wo Münzen rumliegen. Das wäre super lästig. Wir machen nichts mit dem roten Raum. Sakrafizeraum! Boah, ich hab heute Chat mega geile Burritos am Start. Ich hab vorhin kurz vorm Stream noch meine Burrito-Masse probiert. Also ich hab mir anstelle ein Burrito gemacht. Ich glaube, heute Abend wird nach dem Stream richtig geil. Da werden sich der eine Burrito nach dem anderen reingedonnert. Okay, hier ist der Secret-Raum. Ja, wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Burritos mit Katzenstreu, genau. Er könnte halt hier sein. Es hat Gaout. Wahrscheinlich ist er hier. Scheiße. Ja, den zu finden jetzt ist ein bisschen schwierig. Na okay, er wäre nicht da gewesen. Der geht da nicht. Danach die Toiletten zerstören. Nee, meine Burritos sind nicht scharf. Die sind einfach nur lecky.
Oh mein Gott. Da ist er. Lecki schmecki. Mm, wird geil. Ich habe unter anderem da Tofu drin. Und den Tofu habe ich halt diesmal in meinem Ofen gemacht. Mit der Hoffnung, dass er halt knuspriger wird. Wurde auch knuspriger. Aber ich hatte kein Backpapier mehr gehabt, Chat. Und ich dachte mir, ja, Alufolie geht ja wahrscheinlich auch. Weil Alufolie verbrennt ja nicht, ne? Und an sich geht das auch. Hat geklappt, aber... der Tofu war dann an der Alufolie dran festgebrannt. Also ich habe den Tofu so zerbröselt, ne? So, damit er so, ja, so klein ist, ne? Zerbröselt und dann halt auf die Alufolie ausgelegt in den Ofen, ne? Dies, das. Und dann hat er sich an die Alufolie so dran gebrannt und ich musste dann Stück für Stück dieses Tofu-Zeug abkratzen von dieser Folie. Dabei ist die ganze Zeit die Folie in Sticker gerissen. Ich hatte ganz viele so kleine Folienstücke, wo so Tofu drauf ist. Und dann von diesen kleinen Folienstücken immer den Tofu da abreißen. Junge. Nie wieder. Nie wieder. Nächstes Mal lege ich einfach DIN A4 Zettel rein. Oder einfach Blech abwaschen und so drauf. Ja, ich wollte mir mein Blech nicht versauen. Aber an sich, ich denke mal, wenn man das Blech einfettet, dann sollte da auch nichts irgendwie festbrennen, oder? I guess. Ja, es gibt so wiederverwendbare Folien. Vielleicht hole ich mir das. Anstatt mir wieder Backpapier zu holen. Das ist wahrscheinlich so... Aus welchem Stoff ist das? Ist das so silikonmäßig? Wie so eine. Wie diese wiederverwertbaren Muffins-Dinger? Er wird mir ein HP abgeben, oder? Der Schwein wird mir ein HP abgeben, oder? Vielleicht gibt er mir was anderes. Eine Bombe? Not bad. Ein Schlüssel? Ist bad. Dogshit. Aber Prozente auf Dingens gestiegen. Auf Angel Deal. Ich gehe mal kurz mit der Bombe nochmal den Shopkeeper sprengen. Für noch mehr Prozent. Ach, wir haben hier keinen Shopkeeper. Aber ein Bettler bestimmt im Secret-Raum, oder? Also. Für mehr Prozente. 39% auf Angel Deal. Das wird schon, oder? Hey, Cindy Melly. Meine Mutter hat so ein wiederverwendbares Ding und jetzt legt sie ihr Backpapier da drauf. Hä? Wieso legt sie Backpapier auf? Hä? Kein Bock, sauber zu machen? Angelie! Und noch mehr Tiers! Kann ich überhaupt noch mehr Tiers haben? Ja, kann ich noch. Oh, ein Flash. Ich hab keine Bombe, Chat! Ich hab keine Bombe. Ich habe an den Schlüssel nicht gedacht. Wir müssen die Engelstatuen ja sprengen. Ich kann die Engelstatue auch nicht hochheben. Ich kann die leider auch nicht hochheben. Immerhin haben sich die Prozente gelohnt. Ja, ich habe eine Flasche bekommen. Sie fand das wohl irgendwie nicht so geil, aber wollte es auch gar nicht verwenden. Wow, wow, einfach liegen lassen. Ja, machst du nix, ne? Aber wir kriegen noch bestimmt den ein oder anderen Angel-Deal, oder? Das wäre auf jeden Fall echt traurig, wenn ich am Ende ankomme und ich habe keinen Angel-Deal, keinen Mega-Satan. Das wäre echt traurig. Boah, Monster-Manual ist an sich sick, ne? Monster Manual ist an sich sick.
glaube, es wird knapp. Ja, mal schauen. Also wir haben auf jeden Fall noch Möglichkeiten für Angel Deals. Ja, gleich kommt ein Reiter, dann kriege ich ein defensives Item und halt fliegen, ne? Kriege ich noch ein paar Fliegis. Ui. Kennst du schon Blue Stone? Ich kenne nur Power Stone. Spürst du die Power? Tief in dir. Oi. Okay. Infested. Aha. Ich spüre gar nichts. Oh doch. Ui. Apropos, ich spüre gar nichts. Ich habe heute einen TikTok gesehen, wo es hieß, wenn ich dir jetzt 10 Millionen geben würde, würdest du ja sagen? Ja. Würdest du Danke sagen? Ja. Was ist, wenn ich dir sage, um diese 10 Millionen zu bekommen, musst du dein Leben opfern? Würdest du ja sagen? Nein, würde ich nicht. Naja, und deshalb ist dein Leben mindestens 10 Millionen wert, weil morgens stehst du auf und lebst weiter. Deep. Ja, denk mal drüber nach. Ihr würdet lieber weiterleben, als 10 Millionen zu nehmen. Hi. Ich bin 14, das ist deep. Schauen mal. Ja, ich habe halt nur eine Bombe, ne? Ja, machen wir Boss. 16%. Vielleicht kriege ich einen Devil Deal. Angel Deal. Ich glaube ihn zwar nicht, aber hey. Man kann ja noch belieben. Da ist er. Ich hab Believe Chat. Und da liegt sogar eine Bombe hinter ihm. Ich hätte nicht mal eine Bombe gebraucht. Viel zu nett, das Spiel. Ich denke mal, der Secret Raum ist dann hier. Alles gut. Wenn Gott eine Tür schließt, öffnet er ein Fenster. Dieb. Aber denk doch mal, wie viele Futter sich deine Katzen damit kaufen könnten. Ich glaube, die können selber nicht einkaufen. Aber mit 10 Millionen... Oh. Wenn ich 10 Millionen hätte, dann könnte ich sie... Ah, wieso benutze ich das Buch? Ich bin so dumm. Wenn ich 10 Millionen hätte, dann könnte ich sie theoretisch auch an denjenigen geben, der sich um meine Katzen kümmert. Mit den 10 Millionen sollte er genug auf jeden Fall Geld haben, um meine Katzen bis ans Lebensende zu versorgen, oder? Hm. Schwierig. Da hinten war noch eine Bombe, wieso auch immer, und der Challenge-Raum. Ich nehme die Katzen und 10 Millionen füttere sie.
Ach, die Bomben. Die Bomben sind da. Was haben wir hier? Ah, let's go. Ja, da sind noch mehr Bomben. So, wir, weil der Run ist die ganze Zeit echt nervig wegen Bomben, ey. Ich muss die ganze Zeit so um Bomben betteln. Oh, wir müssen den einen Schlüssel loswerden, Chat. Ich habe 55 Münzen, 5 Bomben und jetzt muss ich noch die Münze, den Schlüssel loswerden. Aber ich werde jetzt wohl eine Bombe loswerden. Machen wir jetzt erstmal 2 geile Sandwiches. Gönn dir. So, der ist dann hier. Na gut. Lass uns abhauen. Ich hab leider halt nichts irgendwie. Wenn ich bei Mega-Satan bin, habe ich halt nichts, was mich irgendwie wieder heilen würde, ne? Ich habe nichts, was irgendwie Geld droppt. Ich habe nichts, was irgendwie, ja, mich heilt. Ich habe halt nichts. Ja, ich muss dodgen. Ich habe ja, zum Glück habe ich ein bisschen defensive Items. Mit etwas Glück kriege ich auch, ist das hier? Wealth of Chaos. Das ist, glaube ich, wenn ich Münzen einsammle, ne, dann passiert irgendwas. So. Ich habe natürlich den Meat Boy, den Meatball. Ich habe noch das Buch, mit dem wir vielleicht auch noch ein paar defensive Minions bekommen und so. Ich glaube, Chancen auf Bomben beim Sammeln von Münzen. Ah, okay. Ich dachte Furzen oder so, weil die so stinkend aussah. Aber ich habe keine Regeneration. Darauf wollte ich hinaus. Für den Bosskampf. Und bei 3 Münzen, bei Mega-Satan, könnte schwierig werden. Ich meine, ich habe Guppys Collar. Mit 50% werde ich wiederbelebt. Also, mal schauen. Mal schauen. Ja, ja, ich kann dann auf Mega-Satan-Ebene, weil die ist ja auch recht groß, die Chest, ne? Da kann ich auf jeden Fall einige Aufladungen mit dem Buch sammeln. Ganz viele Minions sammeln. Und dann habe ich vielleicht auch ein bisschen. Ich weiß nicht, wo die sind. 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 Oh mein Gott. Wir gehen gleich gar nicht zu Mega-Satan. Wir bleiben einfach hier. The Sun. Ich habe eine Regenerierung gefunden. Oder gibt. Oder halt Sun Keeper nicht. Sun halt ja eigentlich komplett voll. Und Stone, dankeschön. Für den Gifted-Sub und Cinemele. Doch halt, okay. Ich dachte, das ist halt nur Herzen oder so vielleicht. Oh mein Gott. Das ist eines dieser Räume. Diese Räume, wo du direkt reagieren musst oder du kriegst Damage. Hast du solche Räume? Oh. Psyfly und auch generell 2. Fliege. Oh, wir haben auf jeden Fall was Gutes Defensives dabei. Okay. Das wird langsam interessant. Ist ein guter erster Run. Ich bin 36 Minuten drin, ne? Okay, Secret Nummer 1 ist hier. Wahrscheinlich hier? Oder ist es. Okay, dann ist das ein angrenzender Secret Raum. Dann ist es wahrscheinlich hier. Okay. Boop, 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 boop. Als ob er die 2 Typen nicht getroffen hat. Wow. Wow! Der arme Mega-Satan. Was für arm. Das ist Mega-Satan. Der ist böse, ist ein Bösewicht. Wie viele Menschen müssen wegen ihm leiden?
Hier ist der zweite Siegertraum. So, irgendwas Geiles zum Shoppen noch am Start? Pandoras Box. Ich glaube, auf der Ebene gibt es in der Box nichts Tolles, oder? Ich glaube, irgendwie nur blaue Herzen oder sowas. Ich glaube, da ist nichts Tolles drin. Also ich könnte halt mitnehmen für die späteren Ebenen. Da ist, glaube ich, wieder was Interessantes drin. Aber da muss ich halt mein Buch liegen lassen. Und ich glaube, mein Buch ist geiler, ne? Dass ich halt so viele Minions haben kann. Ich glaube, das ist geiler. Der ist unsichtbar! Camouflage! Ich habe zweimal The Sun. Lil. Wir haben da oben noch den großen Raum. Ja, ich habe beide Secret-Räume. Ich war im Goldraum. Scheiß auf den großen Raum. Eine blaue Mom. Oh, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ja, das war meine Sun Card. Schade. 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 Na, brauchen wir nicht. Und das zum Thema Psyfly wird das jetzt carryen. Die macht das schon. Psyfly kann mich leider nicht vor riesigen Füßen schützen. Nee, brauchen wir nicht. Wie läuft der Run? Was habe ich verpasst? Läuft bisher ganz gut. Ist ein sehr stabiler Run. Könnt was Gutes werden. Könnt was Gutes werden. Ich brauche noch unbedingt einen Angel Deal. Mutti hat einfach 4 Patschehändchen. Kann ich theoretisch mit dem Buch Inkubus bekommen? Glaub schon. Hey, ich hab nur 4,9 Damage, ne? Aber es ballert so rein, weil Triple Shot und so schnelle Laser. Es ballert halt mies rein, ne? Ba, 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 ba. Secret Raum? Inkubus kann kommen. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen in der Chest für Mega Satan Inkubus. Hier war doch auch ein Secret Room, oder? Irgendwo? Oder war das derselbe? Ne, hier ist er. Wow! Okay. Lass abhauen. Scheiß auf die Pille.
Der als Boss, das gibt's? The fuck? Der kommt als Boss? Ey, ich werde kleiner. Uhu. Amnesia, perfekt. Kein Angel Deal. Wir können aber noch einen bekommen. Jetzt die letzte Möglichkeit, einen zu bekommen, oder? Stimmt, ich habe gar keine Bomben gespart. Ich muss Bomben sparen, True, du hast recht. Ich vergesse das immer wieder, ne? Ich vergesse es immer wieder. Jo, okay. Okay, wir haben schon mal eine Bombe. Die darf ich jetzt nicht aus Versehen verbrauchen. Magician-Karte? Auch not bad. Aus den ganzen Säcken nur eine Bombe rausbekommen. Ich meine, ist immer noch besser als gar keine, ne? Ich meine, ich hätte gerne die ganzen Secret-Räume noch mitgenommen. Aber ist egal. So wichtig ist es nicht. Hallo, Jungs. Okay. Stimmt, ich habe eine zweite Bombe bekommen. Eine können wir verbrauchen? Boah, imagine, ich krieg gleich Devil Deal. Wow. Not gonna lie, würde lachen. Ich nicht. So, jetzt hast du was zu lachen. Arschloch. Danke, kein Problem. Boah, ich bin fast wieder reingelaufen. Bro! Chill doch mal! Was hat mich getroffen? Scheiße. Bitte Münzen. Bitte Münzen. Hangman. Scheiße, Chat, was mache ich? Die heilt mich nicht, die Spritze, ne? Das sind noch Würmer! Bro. Gib mir doch bitte Geld! Ich krieg kein Geld, Chat. Irgendwo ist hier ein Secret Room. Der könnte halt dann an vier.
an drei Orten sein. Er könnte hier sein, er könnte da hinten sein, er könnte da unten sein. Boah, geil, Alter. Hab gerade mir Geld gewünscht und krieg direkt Geld. Vielen Dank, Mann. Mimi Pillen nehme ich. Mit Hanged Man, meinst du? Aber was soll in den Pillen drin sein, womit ich mich heile? Naja, Full Health Pille? Aber ich glaube, die gelben Pillen hatten wir schon gehabt. Ich glaube, die gelben Pillen hatten wir schon mal gehabt. Powerpill. Achso, sind zwei verschiedene. Powerpill. Bin ich kurz und sterblich. Aber ich kann währenddessen halt nicht schießen, ne? Du hast einen Healer. Ja, der Wurm. Aber dafür muss ich halt... Dafür muss er ja die Gegner angreifen. Okay, er hat geheilt, er hat mich geheilt. Lol, wie schnell er mich geheilt hat. Jo, der ist ja voll OP. Wieso hat er mich so schnell geheilt? Wieso hat er das so schnell gemacht? Angel Deal! Da kommt Devil Deal! Ey, das war irgendwie 60 zu 40 oder fast 70 zu 30. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das jetzt mache. Okay. Ich habe keinen Laser. Der hat doch meinen Brimstone so umlasert. Und das Buch nehme noch. Dann kriege ich Bookworm. Ja, gut. Also wir können, also Megasatan wird es jetzt schwierig, Chat, aber vielleicht kommen wir zu Delirium. Hallo. Delirium ist auch noch eine Option. So, was haben wir hier? Speed up! Ja, vielleicht eine Joker-Karte oder wenn auf dieser Ebene noch nur ein Sacrifice-Room ist. Dann können wir vielleicht immer noch das versuchen. Ja. Wenn hier einer ist. Ich glaube, hier kann noch einer sein, oder Chat? Alter. Ja, dafür muss ich aber Münzen sparen. Ja, stimmt, ja. Ich habe ja, genau, Joker bringt mir ja nichts mehr. True. Aber Sacrifice Room, wenn er kommt. Sakrafize! Sakrafize-Raum! Jo. Aber dann muss ich auf jeden Fall jetzt versuchen, so wenig Schaden wie möglich zu bekommen, damit ich so viele Münzen wie möglich liegen lassen kann, ne?
Münze. Ja, okay. Alles gelöscht. Junge. Ich sehe es, ein geiler Run. Ja, ist ganz nett. Zwar den Mega-Satan ein bisschen gerade verschissen. Aber vielleicht kann das noch was werden. Oder wir müssen wieder mal, ein weiteres Mal, in der Chest auf einen Schlüssel hoffen. Ja, dass ich Dead Ski dort wieder bekomme. Es ist wieder so ein Run. Hasse es. Aber mir passiert das ständig. Ah, da ist der Boss. Ach so. Safe Space war früher. Haben die rausgepatcht. Wann die Challenge für Get Out of Jail Card? Habe ich die vielleicht schon bekommen? Aber ich habe, wie gesagt, die letzten Tage alle Rebirth Challenges gemacht. In welcher Challenge bekommt man die? Rebirth, Afterbirth? Birth, Birth? Super Birth? Never Birth? Oh, yo. Die Speed Challenge. Nee, die habe ich nicht gemacht. Das ist Afterbirth. Ja, müsste Afterbirth sein. Und Felix, hey, Dankeschön für 64. Ist meine Lieblingszahl. Ich hoffe, die 65 magst du noch lieber. Aber Dankeschön. Oh! Nee, kann ich ja noch einsammeln. Birth by Sleep, genau. Die ganze daneben. Sex ist geil, aber habt ihr schon mal Dead Ski in der Chess-Ebene gefunden? Ja, war schon geil. War schon geil. Jungs! Nee, kenn ich nicht, Alexa. Noch nie gehabt. Sex ist geil, aber habt ihr schon mal Folge 6 von Sommerhaus Staffel 5 gesehen? Ui. Ja, leider kein Dingensraum, Leute. Kein roter Raum. Hab ich. gut. Dann können wir abhauen, I guess. Vielleicht kriege ich noch Dead Ski. Und auch wenn nicht, wir haben immer noch eine Chance, dass wir beim nach Blue Baby ein Portal bekommen für Delirium. Also für die Non-Believer, die mich sterben sehen wollen. Die Chance ist noch immer da. Danke, dass du uns denkst. Ja, keine Sorge. Judgment. Ich hab falsche Taste gedrückt. Judgment.
Ja, man. Ja, man. Cheers up, ui. Bin in Doubter Lane, einfach Lane gelesen, in Doubter Lane einfach. I'm stuck in a loop. Wie funktioniert das eigentlich? Ist das, hat das was mit diesem Item zu tun, was durch Wände loopen kann und dass damit man ab und zu mal loopt? Oder wie funktioniert das? Ich glaube, das funktioniert ganz anders. Aber ich glaube, Gift ist eh geiler, ne? Pille-Karte kann erneut droppen. Hm. Vielleicht nehmen wir das doch mit. Scheiß auf Gift. Vielleicht finden wir gleich noch irgendwie eine Suncard oder so. Hey, Bodennickel, da ist es, Chat. Jetzt startet der Charakter mit einem Item. Ist das Cancer? Oder ist das Libra? Ich meine natürlich Schalentier. Oh. Das ist Cancer, ja. Ja, bringt mir nichts, ne? Bring mir nichts. Ja, dann lass mal ein Buch aufladen, wa? Health up. Da, direkt einen Health up nochmal bekommen. Triple Shot? Geilo! Noch mehr Shot. Na, ja, leider nur ein Laser dazu. Wäre geil, wenn nochmal drei dazu kommen würden. Ja? Achso. Da werde ich gleich safe Damage bekommen. Ich sehe es. Oh, das heilt? Two of Hearts. Oh. Speed down, stark. Tears down, super geil. Einfach geile Scheiße. Also mein Pillenpool in dem Run ist einfach ein Traum. Drogen sind schlimm, ja. Manchmal schon. Oh, einfach in den Gegner reinlaufen. Das hatten wir in dem Run auch noch nicht gehabt, oder? Einfach frontal in den Gegner laufen. Schön mit dem Kopf durch. Wow! Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem.
Jo, was passiert mit ihm? Was ist mit ihm passiert? Wegen dem Magnet? Ach, die Boggers magnetisieren auch, oder was? Ach du Scheiße. Ja, da waren ganz viele Popel an dem Gegner dran. Und ich habe ja gerade meine Schüsse haben Magneteffekt. Die Gegner lassen sich davon anziehen. Und weil er komplett voll war mit ganz vielen Popeln, die alle magnetisch waren, hat er sich die ganze Zeit selbst weggedrückt von sich selbst. Und wieder zu sich zurück und wieder von sich weg und dann... Ja, wir haben leider kein Delirium bekommen. Und Dead Ski sieht gerade auch nicht vielversprechend aus. Oh! Oh, Junge! Ja, Last hatte gerade besonders viel Last. Dead Ski! Dead Ski! Dead Ski! Dead Ski! Dead Ski! Wo ist Papas Schlüssel? Wo ist er hin? Wo ist Papas Schlüssel? Wo ist er hin? Komm schon, gib mir doch Items, ey. Ja, mit minus 2 Luck ist schwierig, ne? Da droppt halt gar nichts. Da droppt halt nichts. Ja, das war's. Ja, schade. Schade, Mann. Also, ja, geschafft ist geschafft, klar. Aber ich hätte gerne mehr gehabt. Ich hätte gerne mehr gehabt. Satch. Du musst dich mit den Bomben selbst killen. Nee, mach ich nicht. Ja, war ein guter Run. War ein cooler Run. War ein cooler Run. Die Pockets freigeschaltet und den Wooden Nickel. Das ist not bad. Not bad.